Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind wieder bei Grey Matter. Und das ist jetzt sozusagen für den Twitch-Stream sozusagen die dritte YouTube-Folge in Folge. Und jetzt sage ich mal eben was. Wir haben das nämlich gerade durch Zufall rausgefunden, weil ich einfach nur wissen wollte, wie weit ich bin. Und dann zeige ich euch mal was. Also, Spiel des Lebens ist das, was wir gerade machen. Das ist das aktuelle Rätsel. Guckt euch bitte mal einfach eine Aufgabe an. Ich bin Laura Stiles. Ja, wie gesagt, hat so nichts. Sowas würde ich nie so benennen, weil da weiß ich ja, was als nächstes kommt, wenn wir damit durch sind. In der Höhle des Löwen und das habe ich auch schon fast. Und das Bonuskapitel auch schon. Also wir müssten eigentlich schon ziemlich, ziemlich weit sein. Und da bin ich jetzt mal gespannt. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dann geht's nicht weiter, also geht's ja nur hier raus. Was hier mit dem? Wo war denn das mit den Schlüsseln? Ich will mir das Schloss mal angucken. Haben wir jetzt auch mal wieder einen Gedankenfehler. Das sind doch nur drei, ne? Wie kamt ihr denn auf vier Räume? Das sind doch nur drei Schlüssel. Egal. Ich benutze die einfach mal, der wird mir, oder beziehungsweise Sam oder der Erzähler wird mir schon sagen, das ist richtig oder eben auch falsch. So. Ja, das sind drei. Wir haben sie alle. Das heißt, das, die Aufgabe haben wir dann auch abgeschlossen. Ja, genau. Schön. Ja, das kann nicht falsch sein, wo wir jetzt sind. Das müssen alles Mitglieder des Daedalus-Clubs sein. Ich traue keinem von ihnen. Das müssen... Ja, vielleicht traust du ihm mehr. Ich will mit Mephistopheles reden, aber ich muss ihn irgendwie dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Er ist so schlüpfrig wie ein Aal. Ich will mit... Das heißt, ich muss wieder raus? Toll! Das heißt, was muss ich denn jetzt machen? So, Spiel des Lebens ist abgeschlossen. Ach, ihm müssen wir wahrscheinlich vor Gaukel Laura zu sein, oder was? Hä? Das ist wow. Dieses Cembalo ist bei dem Licht ja total winzig. Cooler Effekt. Erst. Ja, der Effekt ist wirklich geil. Das ist optische Täuschung at its best. So, komm, jetzt probiere ich nochmal die Pistole. Weil sonst habe ich keinen Hinweis, dass ich irgendwas noch machen soll. So. Ich glaube, ich werde versuchen, diesen Schaukasten aufzukriegen. Mal sehen, was passiert. Oh, keine Spezialeinheiten, die diesen Raum hier stürmen. Ich glaube, im Moment bin ich sicher. Eine Pistole. Da es einige Leute gibt, denen ich gerne eine Kugel in den Kopf jagen würde, könnte ich dieses Ding gut gebrauchen. Ich leih mir die Pistole mal aus. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Ein Witz, ne? Das ist ein echter Witz. Wahrscheinlich muss ich ihm jetzt hier... Ja, wahrscheinlich. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich tue, aber schwierige Zeiten erfordern und so weiter. Ja, dann leg los. Ich will antworten. Und es geht, ne? Samantha,
Ihr Auftritt heute Abend war fabelhaft. Danke. Gesellen Sie sich doch zu mir und sagen Sie mir, was Sie vom Club halten. Hören Sie mir genau zu. Sehen Sie diese Pistole? Ich will die Wahrheit wissen, und zwar jetzt. Oder ich schieße. Eine Pistole? Wozu das? Ich will ein Geständnis, dass Sie hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecken. Und ich gehe nicht, bevor Sie nicht ausgepackt haben. Sind Sie verrückt geworden? Ich war derjenige, der Sie diesem Club empfohlen und Ihnen den heutigen Auftritt ermöglicht hat. Haben Sie denn kein bisschen Anstand? Lenken Sie nicht vom Thema ab. Sie können mich nicht ruhig stellen, nur weil Sie mir einen Auftritt beschafft haben. David glaubt, dass ich hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecke. Ich werde nicht zulassen, dass er mich sein Leben lang hasst und denkt, dass ich ihn getäuscht habe. Ich verstehe. Die Liebe ist immer ein edler Beweggrund. Und wohl der einzige, der ein derart unflätiges Verhalten entschuldigen kann, junge Frau. Ich liebe David Styles nicht. Niemand will mich verstehen. Doch, ich verstehe Sie. Wo bleibt Ihr Geständnis? Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich umstimmen können? Lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Das Problem ist, wenn man sich allzu sehr mit Illusionen und Inszenierungen beschäftigt, neigt man gerne dazu zu denken, dass jeder andere das auch tut. Ich war mir sicher, dass Sie hinter den Vorfällen in Oxford stecken. Das tue ich nicht. Wenn Sie es nicht sind, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ach, kommen Sie! Halten Sie mich nicht länger zum Narren! Dann muss ich Ihnen wohl etwas zeigen. Nun gut, kommen Sie mit. Ein Videotape. Das war unglaublich. Aber die Aufnahme ist alt. Für so eine Illusion braucht man technische Hilfsmittel, die es damals doch noch gar nicht gab, oder? Ich verstehe das nicht. Sie glauben nicht an echte Magie, wie fast alle Zauberer, weil sie so damit beschäftigt sind, ihre Illusionen zu erschaffen. Sie meinen, er konnte wirklich Blumen manifestieren? Das ist doch verrückt. Sind Sie sich da so sicher? Aber was hat das mit der Inszenierung in Oxford zu tun? Die von Ihnen gesuchte Person ist kein Illusionist. Solange Sie nach einem suchen, werden Sie den wahren Schuldigen nicht finden. Oh mein Gott! Ich weiß, wer es war! Laura! Oh mein Gott! Laura! Raus! David! Das ist Angela! Nein, ich bin Laura! Ich bin Laura! Alles in Ordnung. Es hat nur meine Jacke erwischt. Angela ist weg. Wohin könnte sie gehen? Irgendeine Idee? David, Angela ist psychisch krank und sie ist besessen von ihnen. Und dann ist da noch diese völlig verrückte Sache mit ihrem Vater. Alle Vorfälle auf dem Campus stehen im Zusammenhang mit einem Foto ihres Vaters. Er ist ums Leben gekommen, als sein Pub abgebrannt ist. Abgebrannt? Ja, arme Angela. Das muss sie ganz schön mitgenommen haben. Aber ich verstehe nicht, wie sie das alles macht. Wie zum Beispiel die Gewichte im Fitnessraum. Sie sind einfach durch die Luft geflogen und... Ihr Gesicht!
Es sieht schlimm aus, oder? Ja, schlimm. Ich will Angela finden. Sofort. Wo könnte sie sein? Ich glaube, ich weiß es. Ich erzähle Ihnen alles unterwegs. Angela! Lasst mich in Ruhe! Geht weg! Vielleicht solltest du mich mit ihr reden lassen. Bleib zurück, Sam. Darum muss ich mich alleine kümmern. Das denke ich auch. Andersrum ist das Ende, das nicht gut. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Ist schon gut, Angela. Wir wollen nur mit dir reden. Sprich für dich selbst. Ich weiß, wer du bist, Angela. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Warum belästigen Sie mich? Warum sind Sie hier? Wie macht sie das? Sam, verschwinde, sofort. Das ist zu gefährlich. Ich gehe nirgendwo hin. Okay. Es würde nichts nützen, das Becken zu öffnen, wenn Angela nicht in der Nähe ist. Okay, also ich muss sie zum Becken locken. Danke, das wissen wir jetzt schon. Ausgleich für Dortmund übrigens jetzt Stuttgart-Dortmund 1-1. Wir dürfen uns ihr nicht nähern, solange sie so ist. Wir müssen sie irgendwie dazu bringen, das abzustellen. Ja, gut. Der Hinweis war super. Das ist gleich mit Sicherheit auch der Gegenstand, den wir brauchen. Angela liebt Feen, aber es würde nicht viel bringen, wenn sie mich dabei sieht, wie ich eine Papierfee hochhalte. Es muss einen anderen Weg geben. Okay, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Haben wir denn noch irgendeinen Gegenstand, der mir jetzt spontan was... Ja. Bereit. Das funktioniert doch garantiert. Damit kann ich Angela nicht ablenken. Wie sollst du es benutzen? Bereit. Was machst du nur mit der Laterne, oder was? Verstehe ich jetzt auch wieder nicht ganz, aber muss ich auch nicht. Eine Fee. Was hast du vor? Okay. Jetzt kann ich nichts machen. David, jetzt! Ach so. Das heißt, ach so, jetzt muss ich das mit ihm Schalter betätigen, oder was? Okay. Und? Okay, ihr unglaublich mega gut gemacht, Sam. Zauber, das sollte sie daran hindern, Feuer zu manifestieren. Zumindest vorübergehend. Geht weg! Hinterher! Darum muss ich mich selbst kümmern. Ja, ha. Okay, David. Aber bitte sei vorsichtig. Oh. Retter von dem Herrn, oder was? Ich hätte dir an dem Tag im Sprechzimmer zuhören sollen. Was du getan hast, war nicht richtig, aber ich weiß, dass du Laura nicht wehtun wolltest. Wir müssen einander vergeben. Und uns selbst. Ich will dir helfen, diese Sache zu kontrollieren, damit niemand mehr verletzt wird. Man kann Feen nicht kontrollieren. Sie tun, was sie wollen. Ich habe Feen geliebt, aber sie haben meinem Daddy wehgetan. Sie waren sehr böse. Angela, komm her. Setz dich zu mir. Sei ein braves Mädchen. Sie sind nicht mein Dad. Sie sind nicht Jessie Mulholland. Angela!
Da ist er. Sehen Sie ihn? Er ist direkt hier. Angela. Angela, hör mir zu. Was deinem Vater passiert ist, war nicht deine Schuld. Er hat dich geliebt und hätte gewollt, dass dir geholfen wird. Feen können fliegen. Menschen nicht. Das endet nicht gut. Aber der Soundtrack ist gerade gut, richtig gut. Ich bin froh, dass wir alle zur Beerdigung gegangen sind. Außer uns war ja fast niemand da. Ganz schön traurig. Ich muss die ganze Zeit an sie denken. Wie kann man sich nur das Leben nehmen? Seit dem Vorfall im Speisesaal war sie so komisch. Als hätte sie sich dafür verantwortlich gefühlt. Das ist doch verrückt. Hatten Sie nicht etwas auf Ihrem Gehirnscan gesehen, Dr. Stiles? Was war es? Eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia, einem kleinen Bereich im Gehirn, den nicht jeder hat. Wir kennen seine Funktion nicht. Selbst wenn dieser Bereich vorhanden ist, konnte dort bisher nie etwas gemessen werden. Aber bei Angela war er aktiv. Und zwar direkt vor den Vorfällen auf dem Campus. Also, war sie sowas wie ein Alien und hat wirklich die Vorfälle auf dem Campus verursacht? Mit ihrem Gehirn? Natürlich war sie kein Alien, nur ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Und was die Vorfälle auf dem Campus betrifft, ich habe keinerlei Beweise. Die Autopsie hat nichts ergeben. Und von Ihnen hat auch niemand irgendwelche Beweise. Daher denke ich, dass Diskretion die klügere Entscheidung wäre. Mann, ist das abgefahren. Was haben Sie jetzt vor, Dr. Stiles? Ich werde forschen. Viel forschen. Oh, jetzt mal ein weißes Kreuz. Du bleibst also hier? Bei Dr. Groß, düster und tödlich? Ich wäre doch echt blöd, wenn ich hier abhauen würde. Tolles Haus, gutes Essen und 100 Pfund die Woche. Ja, schon klar. Sam, schaff dieses verdammte Kaninchen weg! Okay. Das war abrupt. Kommt jetzt noch was? Oder kommt jetzt Endmusik? Zum Fazit komme ich ja gleich eh noch. Ach, kriegen wir noch ein paar schöne Endbilder. Kann ich mir auch schon nicht mehr dran erinnern. Genau, das ist die Endmusik. Ja, dann lasse ich die mal eben in Ruhe durchlaufen. Und dann kann ich gleich was erzählen. Ihr könnt ja schon mal, die im Chat seid, schon mal auch mal so ein Fazit machen. Dann können wir das nämlich alles mal ein bisschen zusammenfassen. Bin mal gespannt, was ihr so denkt. Ich erzähle gleich mal ein bisschen was von den Figuren und von den sonstigen Sachen. Und auch das, was gut ist, was meiner Meinung nach nicht so gut ist. Aber lassen wir erstmal das Ding so ein bisschen ausklingen, wobei die Musik relativ leise ist. Thank you.
Knuffel, ja, das tut er. Sonst würde ich auch nicht die Leute aufrufen, dass sie selber Kommentare machen, weil das wird die Sache ein bisschen ad absurdum führen. Aber ich sehe schon die ersten Kommentare von euch. Ja, der Satz eben, dass es kein Top-Adventure ist, das sehe ich auch so. Es ist gehobener Mittelmaß, es ist keine Gurke, aber ja, ich nörgel gleich. Und andererseits finde ich aber auch einige Sachen richtig, richtig gut. Das muss man auch sagen. Deswegen, also wenn Spiele mir in Erinnerung bleiben, ist das immer nicht ganz so schlecht. Ich glaube, das meinst du die Aushilfe? Ich glaube, das weiß niemand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sam die umgelegt hat. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sondern wie gesagt, die wird einfach, was weiß ich, wieder umgedreht haben. Aber wie gesagt. Gleich ist ja der Abspann fertig und dann können wir alle ganz locker hier quaken und was machen. Genau, erschrocken und abgehauen. Das ist glaube ich, die bessere Alternative. Und vor allem so schön, so charmant wie Styles ist, wird der auch keiner zweiten aufmachen. Die hätte er dann mit Sicherheit weggeschickt oder hätte gesagt, betteln und hausieren verboten und jetzt hauen sie ab, bevor ich die Polizei rufe oder so in seinem höflichen Stil. Und, ach, ist doch kein Thema. Du verpasst eh nichts. Also du kannst das in Twitch relativ nachgucken. Also es gibt ja auch in der Timebar, wenn du siehst, du kannst also auch zeitversetzt gucken. Das bietet Twitch auch. Also da höre ich immer, dass das so Google so toll macht. Twitch kann das auch. Und wie schon gesagt, du kannst den ja auf jeden Fall komplett angucken. Und das, was ich jetzt gleich nochmal sage zum Thema YouTube, das kommt gleich nochmal. Oh, noch ein Endcredit-Scene. Mein Gott. Alles klar. Alles klar. Ja, alles klar. Das meine ich damit. Bride of Frankenstein. Ja, ist, glaube ich, schlagt mich, wenn ich das nur richtig weiß. Ich glaube, das ist, die Braut von Frankenstein ist, glaube ich, nochmal einen Tacken kultiger geworden als der Original-Frankenstein-Film, ne? Ich glaube, das war, Bride of Frankenstein war, glaube ich, das erste weibliche Filmmonster, glaube ich, wenn ich das noch aus dem Universal-Universum kenne, weil wir haben ja jetzt auch mittlerweile das, wie ihr ja wisst, ne, das Universal Cinematic Universe. Und wenn man so will, sind wir da jetzt auch ein bisschen. So, kurz erstmal für die Leute, die... Ah, Moment. Ich kletter mal ein bisschen ins Mikrofon. Ich habe es mir jetzt gerade übrigens bequem gemacht, falls das Leute mal interessiert. Für die Leute, die jetzt Grey Matter gesehen haben, ich habe ja gesehen, tatsächlich aufgrund der ganzen Konstellation, zeitlich und sonstiges und emotional und die ganze Kacke, ich will es jetzt nicht auspacken, habe ich gesehen, dass tatsächlich irgendwie bei YouTube irgendwelche Folgen nur aus dem August waren. Und jetzt sind wir im November, also das kann ich davon ausgehen, das werden wir sicherlich mit Sicherheit nicht, sowas wird es hoffentlich nie nochmal geben. Also dann macht ihr mal keine Sorgen, vor allem bei Twitch jetzt sowieso nicht, wenn es live ist, ist live. Also auf YouTube kommen die Folgen Zug um Zug. Ich habe ja schon eine gemacht und wie gesagt, nächste Woche folgen dann auch die Folgen, die da sind. Also wer das jetzt auf YouTube sieht, sind die Folgen schon da, weil, ne, das ist ja ein Zeitparadoxum, ne? Die kommen aber alle. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall Grey Matter komplett nachgucken. Das ist auch komplett da. Was beim letzten Stream letztes Mal passiert ist, der ist irgendwie, warum auch immer, nicht auf Twitch gelandet. Ich sage ja, ich habe ein kurzes Video gelöscht und scheinbar hat er dann beide gekillt. Also der Stream lief ganz normal durch, aber das Video wurde wahrscheinlich nie ins Archiv gepackt. Es gibt übrigens eine Option bei Twitch, die Sachen zu archivieren. Ich habe das aktiviert. Ich bin mal gespannt, ob die alle wirklich am Leben bleiben. Wenn das alles so ist, ist das auch kein Thema. Dann haben wir nämlich auch ein Archiv. Dann hätten wir das Twitch-Problem auch nicht. So, jetzt kommen wir mal zum Game. Also, ich bin, das habt ihr, glaube ich, auch schon mitgekriegt, ein Jane Jensen-Fan. Ich finde, Gabriel Knight 1 ist immer noch eins der stärksten Adventures und stärksten Roman-Adventures, sag ich mal ganz ehrlich. Das kann man schon fast, was weiß ich, mit Dan Brown oder sowas vergleichen. In der Liga spielt das schon fast. Und das fand ich richtig gut. Und
Prinzip von dem Setting, wobei mir die Musik gerade ein bisschen auf die Nerven geht. Nichts gegen Gesang, aber... So, geh mal hier rein. Ein bisschen andere Musik. So, also ja, Gabriel Knight fand ich richtig, richtig klasse und die Kombination Roberta Williams und Jane Jensen, so auch bei King's Quest 6 und bei anderen Sachen, da sieht man, dass das funktioniert. Also Jane Jensen kann Storytelling. Überhaupt kein Thema. Kann auch Atmosphäre, das sieht man hier bei diesem Game ganz gut. Ihr Mann ist ein hervorragender Komponist, also der Gabriel Knight Soundtrack ist großartig. Grey Matter hat, wie schon gesagt, ihr habt das ja gerade zum Schluss schon gehört, in diesem Anführungszeichen Endkampf-Szenario, super, 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 super geilen Soundtrack. Die gesungenen Tracks sind okay, die finde ich jetzt nicht so sensationell, aber die sind okay. Die machen ihren Job. Aber der Soundtrack ist wirklich richtig, richtig klasse. Da kommt schon der Gegenkritikpunkt, die Grafik. Ich finde einige Sachen vom Setting, zum Beispiel hier diesen Club, wo ihr auch alle zu Recht sagt, der nimmt die Stimmung eigentlich komplett raus. Ja, es soll wahrscheinlich auch absichtlich so ein Endkampf-Setting sein und da wollte man wahrscheinlich nochmal irgendwie wirklich die Kirsche auf der Torte packen und dann hat man halt sowas gezaubert. Es passt nicht unbedingt ins Konzept, das stimme ich euch auch zu. Aber man sieht, wie stilecht und wie gut man diese Levels designen kann. Und das Spiel hat eben auch ein paar Sachen, die sehr blank und sehr, ich sag mal, ich will nicht sagen hingerotzt sind, sondern die grafisch einfach, naja, das erwartest du von einem Adventure einen anderen Stil, weil vorhin, das ist ja hier schon sehr auf Stil getrimmt und dann erwartest du auch einen anderen Stil. Die Cutscenes, zeichnerisch finde ich die klasse, aber dass da zum Beispiel keine Lippenbewegungen sind und sonst, das war damals schon nicht zeitgemäß. Und da sind wir auch, was die Porträts angeht. Die Porträts sind manchmal gelungen, manchmal nicht, weil euch fiel das ja auch selber auf, dass die Porträts nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was dann später mit den Zeichnungen ist. Und das ist, ja, nicht so gut. Knuffel schreibt gerade was zur Story, da komme ich gleich noch zu. Zu den Charakteren. Die Bette irgendwas. Ach, ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Also, sorry, die eben Frau Buchstab in der Lindenstraße spielt. Die spricht ja hier Sam. Und Samantha Everett ist, glaube ich, mit Abstand der durchdachteste Charakter hier. Deswegen fand ich zum Beispiel diesen unglaublichen Turn. Hahaha, sie ist eine totale Lügnerin. Hahaha, sie ist schuld an allem. Und David, Vertrauen und will nicht hier. Und unglaublich blödsinnig. Und als sich dann irgendwie alle auch gegen sie stellen, um dann gleich wieder hier einen Turn zu machen, nein, 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 du, sind ja wahre Freunde. Ja, was denn nu? Fand ich damals vollkommen bescheuert. Ich fand es jetzt witzigerweise beim zweiten Mal gar nicht so nervig. Fand ich es okay. Aber Sam ist definitiv der einzige Charakter, der sich hier wirklich lohnt. Und das, was hier geschrieben, das Problem mit David Styles habe ich auch. Natürlich soll David Styles halt Frankenstein darstellen. Also sprich, unnahbar und herrisch, aber natürlich ein Herz aus Gold, bla 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 bla, ne, diese übliche Geschichte, ne, in Wahrheit, ne, so harter Kern und ganz toller Inhalt und hast du nie gesehen. Aber er ist mir zu glatt, sag ich mal. Er ist mir einfach zu sehr der Pseudowissenschaftler. Und bei Sam ist es so, Sam ist ja jetzt hier nicht das hundertprozentige Klischee-Goth-Girl, was sie dann ja versuchen, irgendwie während des Games dann irgendwie zu erzählen. So fängt die ja nicht an, sondern die denkst ja eigentlich, hey, die ist super in Ordnung, die ist in der Welt, die hat schon eine Menge gesehen, das kriegst du mit, die hat Charakter, die hat Ecken und Kanten, aber trotzdem, wie gesagt, die funktioniert, die ist in Ordnung. Und dann versuchen sie ja ein bisschen rumzumachen, dass sie da ein bisschen so in die Klischee-Abteilung kommen. David Styles ist Klischee, von A bis Z. Und das ist der Proto-Wissenschaftler und der nervt dann eben auch. Und das ist das, was ihr auch sagt mit unsympathisch und sonstiges. Ja, er ist einfach, ich sag's mal ganz ehrlich, unnahbar. Das ist natürlich sein Trait, das soll er ja auch machen, aber ja, es macht's nicht. Gucken wir uns die anderen Figuren an. Also Helena ist das, was er auch gesagt hat, das unterschreibe ich auch. Mit Helena könnte man wahrscheinlich wirklich nicht nur ein Bier trinken, könnte man auch wahrscheinlich ganz andere Schweinereien machen, aber schreiben logisch, David ist halt so einfach so ein komischer Jammerlappen. Ja, 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 das ist, und vor allen Dingen, er wird nicht mit dem Tod, kommt er klar. Trotzdem ist er aber der Wissenschaftler, der dann irgendwie Sam hinstellt, als wäre Sam eine Verrückte.
Nie unbedingt. Aber ja, Helena ist dann der Charakter, wo ich sagen würde, von dem Haufen da. Also eigentlich die, mit der man am meisten Blödsinn machen kann und sonstiges, überhaupt kein Thema. Charles war, glaube ich, der Reiche, ne? Der, glaube ich, sich abgehungert hat, ne? Glaube ich. Ja, der ist halt, ne, so der nette Sonny-Boy von nebenan, halt nette Kind und sonstiges und ist okay und ja, ne, kann man beleben. Dann der, ja, Filmemacher haut ein bisschen auf die Trommel, ist aber eigentlich auch normal. Ja, und Angela, allein schon wegen dem Namen Angela, ne? Das eine ist das Goth Girl, das andere ist Angela, ist klar, in welche Richtung sie gehen, das ist so typisch Jane Jensen-Humor. Ne, ich sag nur allein, der Protagonist Gabriel Knight. Ihr versteht, was ich meine. Ja, und ja, wie gesagt, die war eigentlich sozusagen von dem Haufen immer die unnahbarste und es ist auch die, wo man sagen kann, wenn man sich das Ende anguckt, die man eigentlich am wenigsten vermisst. Hätten sie das mit Helena gemacht, hätte die vielleicht nur gesagt, oh, Grummel, aber Angela vermisst von uns mit Sicherheit niemand. Und wenn wir jetzt in die Story gehen, dann wird es auch interessant. Es gibt zwei Ebenen, die dieses Game versucht zu erzählen, sage ich mal. Eine Ebene ist eben die Sam-Story und das ist halt, wie man dann merkt, Sam versucht ein bisschen was rauszufinden, versucht ein bisschen was zu finden über Styles und sonstiges, hat aber eigentlich sozusagen als Hauptmission, im wahrsten Sinne des Wortes, wie komme ich in den Daedalus-Club? Ne, wie löse ich da die Rätsel, wie löse ich hier und eigentlich die Rolle bei Styles macht sie nur nebenbei, um irgendwie ein Heim zu haben, um dann eben zum Daedalus-Club zu kommen. So, das ist so das. Das heißt, diese Styles-Story, die ziemlich im Vordergrund ist, ist eigentlich in Wahrheit, wenn man sich die Story anguckt, vollkommen im Hintergrund für sie. Das heißt, sie zieht das zwar durch, das wäre übrigens ganz pfiffig, wenn man die Dialoge so gemacht hätte, so nach dem Motto, ja, Styles, komm, dafür habe ich eine Bleibe und komm, tue ich ihm mal einen Gefallen, aber in Wahrheit habe ich eine andere Sache. Aber es soll ja so sein, dass der Spieler selber von dem Spiel hintergangen wird, so nach dem Motto, haha, Sam hat auch dich betrogen, hahaha, das haben wir dir gemacht, Meisterplot, hahaha. Ja, das wird der Spieler aber nicht denken, weil wie schon gesagt, Sam einfach nun mal die sympathischste Figur im Game ist. Das funktioniert nicht. Ihr müsst dem Spieler schon irgendwie richtig was antun und das funktioniert nicht, weil das hat was mit Erzählebenen zu tun, das klappt nicht. Naja, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist dann eben die Dr. Stull Story, der eben versucht, durch diese Experimente merkt, dass er hintergangen wird, gleichzeitig aber eigentlich, und das ist die Hauptstory, rausfindet, wo, steht übrigens jetzt 2-1 für Stuttgart gegen Dortmund, das wird wieder richtig gute Unterhaltung gleich, dann auf jeden Fall versucht eigentlich über den Tod seiner Frau hinwegzukommen. Durch die Geschehnisse kriegt er dann den langsamen Spleen, dass da was ist. Es ist zum Beispiel auch so, was ich jetzt wusste, ich weiß nicht, Lokis Vibe, du kannst mich glaube ich noch unterstützen. Ich bin der Meinung, man sieht auf dieser Maschine, und ich weiß nämlich noch, wo ich mich da aufgeregt habe. Auch was die Übersetzung angeht. Das ist so das, was einem hängen bleibt. Da steht dann nämlich nicht Impossible, sondern steht Imposter. Das kann ich mal spoilen. Also, ne? Betrüger halt, ne? Oder Scharlatan oder, wie schon gesagt, halt die böse Version eines Doppelgängers oder die, ne? Halt. Und in der deutschen Fassung wird das nicht übersetzt mit Gaukler. Damit man schön darauf kommt, hahaha, das Ding meint Sam. Und das Ding meint aber nicht Sam, sondern das Ding meint Angela. Soweit ich weiß, gibt es das. Aber warum wir das jetzt nicht hatten, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich wieder irgendwas gemacht oder vielleicht kriegst du das nur mit der Bonusszene. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich damals wirklich alle Bonussachen abgeräumt habe. Das weiß ich nicht mehr. Das war mir jetzt aber auch ziemlich egal. Und jetzt kommen wir zur technischen Seite dieses Games. Über Grafik und Sound habe ich schon gesprochen. Technisch war das natürlich einerseits Käse, dass du hier ein Dead End hast, dadurch, dass irgendwas zu Tode gepatcht wurde. Ich weiß, dass in der Urfassung war es das nicht. Aber irgendwo habe ich das nämlich gelesen, als ich das mal geplant hatte zu Let's Playen. Und da weiß ich, da hat der großartige Arkus, glaube ich, hat das Let's Played, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es durchgezogen hat. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, soweit ich weiß, der hatte den Bug nämlich auch. Und ich weiß, dass der reingepatcht wurde. Also irgendwie die Steam-Version hat irgendwas gefixt, was die normale CD-Version nicht hat. Aber da ich mich für die Steam-Version entschieden habe, was manchmal einfach
einfacher und hilfreicher ist, weil ihr könnt ja die Videos auch bei Steam verlinken, habe ich das so gemacht. So, ich überlege gerade mal, habe ich noch irgendetwas, was ich erzählen könnte? Joa. Ich bin froh, dass ich fertig bin. Das Spiel hat mich... Das ist so wie Terranigma oder manche anderen Games. Die haben mich... Spiele, die mich immer auch so seelisch und sonstiges begleiten. Mein gut, jetzt habe ich euch natürlich, das ist erstmal viel wichtiger als irgendein Game. Aber solche Sachen sind immer ganz schön, weil man sieht an so einem Game, was das Ganze ist. Und wenn man sich das dann im Nachhinein mal anguckt, was ich dann ja auch mal, ich zappe ja dann auch mal selber bei mir rein und guck mal hier und wo war das und was habe ich damals gemacht und wie würdest du es heute machen, dann sieht man an so einem Ding, da siehst du auch die Gefühlsebene. Und das ist zum Beispiel etwas, was dieses Game sehr repräsentiert. Es hat melancholisch gepasst zu der Gefühlslage, die ich hatte. Das hat sich jetzt ein bisschen normalisiert. Ich bin wieder nach meiner Meinung da, wo ich hingehöre. Vielleicht schon wieder ein bisschen aggressiver, als ich, wo ich hingehöre, aber das soll nicht euer Ding sein. Das ist für euch eigentlich nur wesentlich besser. Und ich werde immer ein Fan von diesen etwas ernsteren Adventures sein. Nicht, dass ich nicht ein großer Fan von Lucasfilm bin und LucasArts, das wisst ihr, glaube ich. Aber das ist etwas immer, wo man sagen kann, da nimmst du mehr mit. Es ist genauso wie, dass der Sturz bringt dir mehr, als in Anführungszeichen, wenn du siegessicher durchs Leben gehst. Damit kriegst du Charakter. Und ich werde also weiterhin solche Sachen machen. Auch solche Sachen, die vielleicht nicht für die Masse sind. Ich habe ja gesehen, das Ding ist eigentlich, wenn man so von den Klickzahlen sieht, ist das ein Flop. Und da muss man auch mal sagen, wenn zum Beispiel solche Halloween-Videos, die natürlich Spaß gemacht haben, aber nicht viel Arbeit gemacht haben, also im Gegensatz zu dem Game, wirklich nicht viel Arbeit, das drei- oder vierfache einfach ankommen, dann weißt du, in welche Richtung das geht. Die Leute wollen es möglichst easy, wo sie nicht viel nachdenken müssen, wo sie das haben wollen. Das ist ja alles schön und gut, aber das will ich nicht nur konsequent machen. Ich sage ja, wir werden im Stream definitiv Loom machen, da könnt ihr euch drauf freuen. Das werden wir dann an einem Abend durchzocken. Und es wird definitiv hier noch ein paar andere Sachen geben. Ihr wisst ja, als Adventure-Nachfolger ist jetzt Deponia dran. Und da bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich habe damals ein Let's Play gesehen. Ich glaube, das war nicht beim Rüdiger, das war nicht beim Weehawk. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Und da dachte ich mir so, es ist okay, aber also wirklich packt mich das nicht wirklich. Mal gucken, wie das ist. Das, denke ich, können wir im Stream machen. Wie schon gesagt, um Isabella zu wissen, Anna's Quest leider nicht, aber Anna's Quest wirst du auf YouTube bald sehen. Ich muss mal gucken, wann ich damit anfange, weil ich mag den Grafikstil, den mag ich. Da habe ich mich fast, wenn man so will, drin verknallt und das ist ein guter Hinweis. Dann will ich das auch selber wissen. Deswegen, ich habe auch absolut mich nicht irgendwie an Reviews und sonstiges, sondern ich will das Ding zocken, wie es sich gehört. Aber mal gucken. Also das nächste ist Deponia, das ist ja dann bekanntermaßen witziger für euch. Aber es wird auch Sachen geben, zum Beispiel I have no mouth and I must scream und sowas. Das machen wir auch. Da muss ich mal gucken, wie das ist. Ich glaube, auf Twitch habe ich nicht das Problem. Da kann ich die deutsche Folge machen. Zwinker. Ob ich die auf YouTube machen kann, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, auf Twitch geht. Da werde ich aber nochmal gucken. Weil die deutsche Fassung ist nämlich nicht lösbar, weil da fehlt dir nämlich eine Episode. Welcome in Germany. Aber in Frankreich haben sie die auch rausgenommen. Also das ist nicht nur bei uns so, sondern in der französischen und deutschen Fassung gibt es die nicht. Toll. Ist das Spiel eigentlich nicht hundertprozentig lösbar. Und vor allen Dingen, wer das Buch kennt, das ist unglaublich martialisch erzählt. Gut, was ja auch ist, das ist eine KI, die durchdreht. Warum soll mal euer Bier sein, aber ist egal. Und was ich auch nochmal gucken will, ich hatte zum Beispiel auch Bock, das hatte ich mir als Idee, ob man vielleicht mal das Westwood Adventure Blade Runner macht. Werden wahrscheinlich die wenigsten auch von euch kennen, aber das ist auch so ein Punkt, was mich interessiert. Und ich werde sowieso mal gucken. Und, das ist versprochen, wir machen definitiv auch bald mit King's Quest weiter. Haha, weil ich will euch auf jeden Fall King's Quest 5 und 6, das müssen wir gemacht haben. Da ist auch keine Diskussion. Und ich gucke mal wieder, was es als nächstes für Remakes gibt. Vielleicht wollen sie ja noch irgendwas remaken. Ja, sonst, ich guck mal. Gerade, ich guck mal gerade. Ich guck mal gerade, was ihr so noch so im Chat schreibt.
Ja, Terranigma ist genauso, ist so eine typische Geschichte, die ganz, ganz lustig ist. Ich mag Terranigma unglaublich sehr. Ich hatte, das kann ich ja mal erzählen, das interessiert euch ja wahrscheinlich sowieso. Und die Leute, die auf YouTube das nicht interessieren, die können ja jetzt wegschalten, das ist mir auch wurscht. Aber Terranigma ist so ein typisches Ding. Terranigma ist nach meiner Meinung eins der besten, ich nenne es mal wirklich JRPGs, das kann man ja noch sagen, JRPGs, die man auf dem Super Nintendo kennt. Illusion of Gaia ist schon ein bisschen anders, aber zum Beispiel Secret of Mana, das geht ja bald auch weiter, macht euch keine Sorgen. Secret of Mana ist schon, oh, wir haben schon einen Zuschauer verloren, ich sehe das übrigens bei live bei Twitch, ich sehe das in der Zuschauerzahl, deswegen, also man braucht nur lange genug reden, dann ist schon wieder irgendeiner weg. Nein, aber Spaß beiseite, das ist vollkommen okay. Ihr habt ja logischerweise auch was Besseres zu tun, als dem alten Mann am Freitagabend zu hören. Spaß beiseite, Secret of Mana ist vollkommen eingängig. Selbst Secret of Evermore ist wesentlich eingängiger. Und Terranigma muss man sich drauf einlassen. Und bei Grey Matter ist das genauso, ihr müsst euch auf solche Adventures einlassen. Das Schöne ist allerdings, dass solche Adventures mit Sicherheit mehr in Erinnerung bleiben, als, ich sage mal, das 50. Monkey Island. So böse sich das anhört. Ich bin ein großer Fan von Monkey Island. Wie gesagt, Secret of Monkey Island 2 ist für mich das beste Adventure aller Zeiten. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Aber trotzdem zocke ich sowas auch sehr gerne. Und wo wir gerade bei Secret of Monkey Island sind, das werde ich mit Sicherheit euch auch definitiv irgendwann mal in nächster Zeit antun. Die beiden Remakes, die habe ich ja auch noch rumfliegen. Jetzt können wir das ja auch wieder auf Twitch machen. Und was ich auch noch vorhabe... Nee, das verrate ich noch nicht. Also wie gesagt, ihr könnt immer gerne was wünschen. Das ist okay. Wie schon gesagt, Anna's Quest kommt. Das kann ich versprechen. Nur eben, wie schon gesagt, dann leider nur nicht live. Weil es ihr einfach nicht seht. Dank diesem bekloppten Scheiß. Und gucken wir mal. Ja, wie gesagt, Grey Matter ist abgeschlossen. Knuffel schreibt, wenn wir am Freitagabend was Besseres tun würden, würden wir das doch gar nicht gucken. Ich nehme das mal als Kompliment. Nein, Spaß beiseite. Isabella, zu dem Satz sage ich gleich noch was. Der ist richtig geil. Nein, also Spaß beiseite. Ich verstehe, dass Leute sicherlich Freitag, Samstag, Sonntag was Besseres zu tun haben. Sei es Familie, sei es Disco, sei es Ausgehen, sei es was auch immer. Das ist vollkommen kein Thema. Und sehe ich auch so. Also ja, das ist kein Thema. Als ich Videos angefangen habe auf YouTube, das kann ich ja immer so gerne erzählen, ich habe das gemacht in der Situation, wo ich einfach irgendwie ein Ventil brauchte, wo ich einerseits, ich sag mal, meinen Arbeitsfrust rauslasse und trotzdem irgendwie vielleicht auch ein bisschen positives Feedback kenne und ein bisschen sozusagen alte Zeiten wieder erwecke. Weil man muss ja sagen, wenn man sich mit Games beschäftigt, die einem Erinnerung sind, du hast ja irgendwelche Emotionen, irgendwelche Gefühle, irgendwelche Erinnerungen dafür, sonst würdest du das ja nicht im Kopf behalten. Und das ist schön, wenn man das nacherlebt. Und zum Beispiel, wie gesagt, ich kann ja sagen, hier jetzt mit Grey Matter, wo man jetzt durch ist, ich nehme das sicherlich positiv auf. Ich bin jetzt beim zweiten Mal positiver gestimmt als beim ersten Mal. Es ist jetzt nicht unbedingt das Adventure in meiner Top 10, aber es war okay und es hat auch ganz gut gepasst. Und das ist... kein Thema. Und ja. Also erstmal Knuffel hier. Ich will nicht lesen, dass du ein erbärmliches Leben hast. Stopp. Also, ganz simpel und einfach. Nochmal hier. Und das meine ich auch wirklich mit gezogenem Finger. Dass ihr mich unterstützt oder beziehungsweise hier an dieser Sache teilnehmt, ist für mich aller Dank genug. Und lasst euch 27 Mal auf die Schulter hauen. Und 27 Mal umarmen. Ihr seid ein wichtiger Teil, dass es das überhaupt gibt. Es ist ein wichtiger Teil, dass ihr, in Anführungszeichen, allein schon, dass ihr hier überhaupt teilnehmt. Und ihr müsst noch nicht mal was im Chat schreiben, sondern dabei sein oder was weiß ich, oder mir irgendwelche Grüße schreibt oder zum Geburtstag gratuliert, was auch immer. Alles Mögliche. Das sind Sachen, die sind viel, viel motivierender als irgendeine Bananenbirne bei YouTube, der sagt, hör mal, hier, ich habe über Amazon über deinen Link was eingekauft, bin ich ein toller Typ. Ja, du bist super. Du bist genauso, wie meine Zuschauer sein sollen. Bla. Nein. Ihr seid wichtig und ich lasse das auch nicht, ich kann es auch nur jedem Einzelnen erzählen, jeder Einzelne von euch ist wichtig und jeder Einzelne von euch verdient es,
dass man euch sagt, dass ihr gut seid. Es gibt, diese Welt ist sowieso bescheuert genug. Da gibt es sowieso Leute, die grundsätzlich irgendwie gegen deine Knie treten müssen, aus welchen diversen Gründen auch immer. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe ja da so eine Kandidatin, weiß ich nicht, ich habe da nie was getan, aber scheint anscheinend jetzt der, was weiß ich, der Leibhaftige zu sein oder so, warum auch immer. Auch das zum Beispiel ist sowas, ich meine, ihr, glaube ich, kriegt das ja live mit, wenn ich eins kann, dann ist es reden. Und ich kann auch zuhören, also ist jetzt nicht unbedingt ein Talent, der ich nicht habe. Und da kann man auch mit Sicherheit ganz schnell das klären. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich Mist gebaut habe, dafür gerade zu stehen. Weiß Gott nicht. Aber egal. So, aber nochmal, wie gesagt, ihr seid alle wichtig. Und nicht klein machen, nicht klein machen. Es gibt genug Leute, die machen, die versuchen euch klein zu machen. Macht das nicht selber. Ganz simpel und einfach. Ganz toll, ihr seid wichtig, 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 wichtig. Und ich nerve da auch rum. So, jetzt nochmal. Also Zack McCracken, wie schon, habe ich ja gemacht. Zack McCracken in der FM Towns Version kann ich dir anbieten. Wird es geben. Werde ich dann wahrscheinlich auch auf Twitch machen. Die FM Towns Version ist die beste Zack McCracken Version ever, ever, ever. Kann sich kein Mensch von uns leisten. Ich glaube, die Disc kostet mittlerweile irgendwie 300, 400 Tacken. Geschweige denn, dass du an ein vernünftiges FM Towns System kommst noch. Das ist also von Fujitsu. Müsste also jetzt heute auch vielleicht, wenn irgendeiner gute Connection hat nach Siemens, was aktuell bei der derzeitigen Nachrichtenlage vielleicht jetzt nicht unbedingt ein guter Tipp ist, aber die müssten heute, glaube FM Towns müsste, glaube ich, jetzt die Lizenz müsste, glaube ich, bei Siemens liegen, glaube ich. Und die haben ein japanisches Videospielsystem gemacht und da hat eben tatsächlich Lucasfilm die auch unterstützt. Also es gibt auch Indiana Jones dafür und sowas. Und Zack McCracken ist eben mit Abstand die geilste Version dafür. So, jetzt schreibt Isabella, wenn du es vorhast, dann musst du ja noch 10 Jahre machen. Also, ich habe, das kann ich ja schon mal sagen, wir feiern ja, wenn der 1.1. ist, dann gehen wir ja ins 7. Jahr. Ich habe ja einfach, das habe ich ja mal gesagt, ich habe es ja einfach mal der Einfachheit halber auf den 1.1. terminiert, weil das war irgendwie so krumm und schief. Ich glaube, mit Metal Gear habe ich irgendwann mal angefangen, im November irgendwann mal, aber nie so richtig und dann irgendwie auch ganz sporadisch und irgendwann war dann schon Mitte Dezember und dann habe ich gesagt, komm, Let's Play Karriere fing an, 1.1. Den habe ich mir einfach fiktiv gesucht. Das heißt, wir fangen am 1.1.2018 mit dem 7. Jahr an, mit dem verflixten 7. Jahr. Und ich habe mir definitiv vorgenommen, Klopf auf alles Mögliche, Klopf auf Gesundheit, Klopf auf Familie und alles, was dazugehört, das muss man ja auch alles haben, dass wir mindestens 10 Jahre machen. Also, da macht euch mal keine Sorgen. Bis dahin machen wir das. Und wenn ich Bock habe und ihr auch der auch Bock habt, dann werde ich das auch länger machen. Und es ist eine unglaublich schöne Freizeitbeschäftigung, es macht unglaublich viel Laune und es gibt unglaublich viel zurück. Deswegen, das ist etwas, wo man sagen kann, ich grüße mal den Rüdiger, den Weehawk, der hat mal in so einem Abschlussvideo, was er mal gemacht hat, er hat ein Video gemacht, wo er zurückgekommen ist und sagte, er hätte es gar nicht gedacht, was ihm das bedeutet. Und es ist wirklich so, es ist ein Hobby, wo du dein wahrsten des Wortes ein Medium präsentieren darfst, was vielleicht die beste Form der Unterhaltung ist. Ich meine, es ist ja mittlerweile kein Wunder, dass die Games-Industrie selbst, das muss man ja ganz laut sagen, selbst die Porno-Industrie im Umsatz überholt hat. Die Games-Industrie ist die Branche und selbst höher als Sport und anderes, die Branche mit der meisten Kohle in der Unterhaltungsbranche. Boom! Das ist mal schon mal ein Brett. So, und das ist ganz klar, weil es ist, du guckst nicht nur passiv, du nimmst ja auch aktiv am Geschehen teil. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das euch noch zu präsentieren und das, ich hoffe, mal ein bisschen unterhalten, ich hoffe, dann ist das, besser geht es gar nicht. Weil, wie schon, ihr könnt interagieren, ihr könnt schreiben, wie gesagt, ich sehe gerade, Likewolf sagt, er hat Bock, der Darfi hat Bock. Das ist das, was Spaß macht. Das ist das, was großartig ist. Das ist auch das, was ich auch wirklich immer klasse finde und wo ich auch immer wirklich, wirklich begeistert bin, wo ich auch, ich will nicht sagen, die Träne wegdrücke, aber wenn ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, die, ich sag's mal, was weiß ich, vielleicht ein Community-Gaming machen und dann vielleicht erzählen, was sie da und da machen oder irgendwelche sonstigen Sachen erzählen. Mir ist lieber, ich kriege ein bisschen was von euch, ich versuche euch mal ein bisschen auch irgendwie schönen Abend zu bereiten und dann passt das auch. Alte Regel, wenn ihr Spaß habt, habe ich auch Spaß und wenn wir alle Spaß haben, dann kann er nicht so verkehrt sein.
So, und Grey Matter ist abgeschlossen. Vielleicht übrigens, vielleicht eine lustige Anspielung, wo, wisst ihr den Gag, woher Grey Matter kommt? Ich lasse euch mal ein bisschen was machen. Ich google mal eben kurz, weil dann kann ich euch das nämlich vorlesen. Das ist nämlich ein lustiges Wortspiel. Ich muss mal eben kurz gucken, nicht, dass ich das Wortspiel jetzt versaue. Deswegen muss ich mal eben googeln. Ich glaube nämlich, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich bin mal gespannt. Ich lasse euch mal ein bisschen raten. Okay, erstmal meine App aus, aber... Nee. Ist... Ja, ich guck gerade mal, da ist die... ich habe die englische Bezeichnung, habe ich schon gefunden. Ich suche gerade mal, wie die deutsche Bezeichnung bei uns ist. Gibt's doch bestimmt auch ein deutsches Ding zu... Genau. Also. Ja, genau, da ist es. Genau, Loki, du hast es raus. Genau, die Farbe des Hingewebes. Also, das heißt, Grey Matter ist in Deutsch die Bezeichnung GS, die graue Substanz, und bezeichnet Anteile des zentralen Nervensystems. So, ich guck mal, die stehen meistens für... So, das ist das, was er macht. Ich will mal wissen. Ich guck mal gerade, wofür die da ist. Genau, im Rückenmark liegt die graue Substanz zentral und bildet ein Schmetterlingsgebilde mit dem Vorder- und Hinterhorn. Im Bereich des Brust- und Lendenabschnitts kann man auch noch ein Intermediahorn unterscheiden, in dem die Wurzelzellen des Sympathikus liegen, freuen sich die Muskelfreunde. Die graue Substanz ist im Rückenmark vollständig von weißer Substanz umgeben. So, die Gliederung. Genau, dann gibt es noch die Gliederung. Aber im Prinzip ist es, wenn man böse ist, ja, von anderen Let's Playern. Komm, kassier mal hier selber dein Lob. So, ich gehe mal wieder rein, sonst habt ihr keine Musik. Man kann es auch mit den... Irgendeiner hat es auch mal übersetzt, irgendwie in Anspielung an graue Zellen. Ist aber auf jeden Fall eine wichtige Substanz im Gehirn. Deswegen. Es gibt's also sowohl als grau als auch gray, so wie wir es hier geschrieben haben. So. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt einen Haken dran machen, können wir auch einen Haken an den Abend dran machen. Ich berichte morgen im Laufe des Tages... Das interessiert wahrscheinlich jetzt nur die Twitcher, ob es dann morgen einen Stream gibt oder nicht. Und dann geht es langsam los mit dem Disney-Samba. Das kann ich schon mal verraten. Ansonsten, das war Grey Matter. Ihr auf YouTube, ne, ihr wisst, abonnieren, kommentieren, bewerten, YouTuber-Tourette halt. Ansonsten könnt ihr schon mal überlegen, was als nächstes kommt. Als Adventure kommt Deponia und alles andere seht ihr dann auch. Ich bin euer Mr. Wender 1974. So, und von den Twitcher verabschiede ich mich jetzt noch persönlich. Da könnt ihr jetzt gucken, wie ihr wollt. Selbst schuld, ihr YouTuber. Sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss.